Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mafia 3. So, was haben wir denn hier? Ding leuchtet doch. Schlager. Alter, was läuft denn hier? Gegnerisches Gebiet ist jede Gegend, die von einem illegalen Geschäft kontrolliert wird. Die Ganoven dort haben etwas dagegen, ungebetene Besucher. Bleib nicht länger dort, als willkommen bist, sonst eröffnen sie das Feuer. Dafür rumzuschreien. Einmal den Kummer nicht so liegen lassen. Komm mit, Kollege. So. Das Lustige ist, wir haben das ganze Geld aus dem Überfall auf die Fett. Den da oben soll man killen. Okay. Können Sie sich vorstellen, was wäre, wenn Sie einfach so am Straßenrand drüber stolpern würden? Mister. Tun Sie mir nicht weh, bitte. Ich habe hier einen, Leute. Ich muss Schutz suchen. Sieht aus, dass die ganzen Leute dich sehen. Hast du diesen neuen Film gesehen, wo die Affen die Welt beherrschen? Was dagegen, wenn wir den Leutchen eine Show liefern? Ich stopp ihm das mal. Ich steck hier fest. Ich werde deinen Arsch grillen. Und das Feuer der Gerechtigkeit regnete vom Himmel. Ich treffe ihn dir von der anderen Seite vor. So, keine Einnahmen mehr. Sobald du genug Schaden angerichtet hast, um den Gewinn eines illegalen Geschäftes auf Null zu senken, gehen entweder zu deiner Kontaktperson und frag sie, wie du den Boss erwischen kannst, oder erledige erst noch weitere Ziele. Du hast mehr als Prostituiertengeschäft gestürzt und ihn hervorgelockt. Besuch die Stimme und dort bekommst du Informationen, wie du mehr erledigen und seine Geschäfte übernehmen kannst. Wir brauchen ein Fahrzeug. Klar, mit Südstaatenflagge drauf. Wir könnten eigentlich den anderen Typen noch ausschalten, aber ich würde ja gerne mal na, geh mal kurz weg hier. Wir fahren mal kurz an den Safe.
Wir erstmal das Geld wegbringen. Okay. Ist natürlich noch alles niedergebrannt. Ich hoffe mal, das baut sich hier wieder auf oder so. Ja, also wenn wir die wenn wir das Hollow wieder übernehmen. So, dann haben wir erstmal 7005 drinne im Safe. Ich hoffe, das kann man hier wieder aufbauen. Also wenn wir hier schon Geschäfte übernehmen und dort ein Safe drin haben, müssen wir das auch wieder aufbauen können. So, dann schauen wir mal, was der Kollege jetzt zu sagen hat. Denn hier drüben? Oh, irgendwas, oder? Was sind denn die grünen Punkte hier? Oh nee, elektrische Bauteile, okay. Nun gut, wir sind wieder da. Neues Boot hat sich auch schon organisiert. Du bist ein erfreulicher Anblick. Ja, ja. So, wenn du annimmst, werden alle verbleibenden Geschäftsziele entfernt. Annehmen. Paul hat sich drüben in Perlas Laden verschanzt. Hab gehört, er ist stinksauer. Die Fresse von dem Arschloch würde ich ja jetzt zu gern sehen. Nur, dass wir uns verstehen. Sobald ich da drin bin, mache ich jeden Motherfucker platt, der mir über den Weg läuft. Den Schwein weint keiner eine Träne nach. Tu, was du für das Beste hältst. Wir sehen uns, Lavon. Ja, gut. Unser Fahrzeug steht ja noch hier. Das nehmen wir gleich. Verbündete Anrufe. Hier kannst du deine Verbündeten mit Hilfe Donovans Funkgerät kontaktieren. Brauchst du auch nicht mehr zu warten, bis der Waffenhändler... Das hat man doch schon, oder? Kannst du dich nicht entschuldigen? Haben wir eben gerade schon mal den Laden dicht gemacht. Kann immer noch nicht glauben, dass einer dieser schwarzen Penner die Eier hat und hinter uns her ist. Ich dachte, nach Sammy hätten sie es kapiert. Die Nigger von hier wollen bloß zeigen, dass sie angepisst sind.
Und im Moment sehe ich keinen von ihnen. Du etwa? Ah, hab gehört, der Typ ist nicht zu stoppen. Ist ein schwarzer Dämon oder sowas. Du solltest aufhören, diesen windigen Fusel zu saufen. Ich habe es noch mit jedem aufnehmen können. Nichts, weit und breit. Hab gehört, er hat nicht nur alle Mädels erwischt. Er hat auch noch Doc umgelegt. Ja, der war mausetot. Ach, scheiße. Der Doc wird umgebracht. Die Zuhälter da draußen auch. Merl kriegt bestimmt einen Herzinfarkt. So angepisst ist der. Bloß ein Nigger. Wie zäh kann der schon sein? Wenn er zurückkommt, machen wir ihm Feuer unterm Arsch. Du hättest mich nicht... Wollte gerade sagen, hat er das nicht mitgekriegt, dass sein Kumpel hier nebenan umgebracht hat? Um ein Geschäft zu übernehmen, schalte einen Boss, schalte seinen derzeitigen Boss aus. Rufe danach einen deiner Unterbosse an, damit Verstärkungen schickt, um das Geschäft zu sichern. Erledige mehrere Trigger Jackson, um seinen Boss zu Nierenring zu sprengen. Noch einmal, wie konnte ein verdammter Nigger unbekümmert hier durchspazieren? Sag's mir. Tut mir leid, Merl, ich war nicht mal hier. Ich erzähl bloß. Der Penner hat einige unserer besten Mädchen mitgenommen. Die hätten einen Kürbis durch einen Strohhalm gesaugt, um an Drogen zu kommen. Das war nicht alles. Er hat auch noch den Doc getötet. Scheiß auf ihn. Jeder Idiot kann mit einer Spritze umgehen. Aber jemanden dazu zu bringen, einen Schwanz zu verwöhnen, ist eine ganz andere Sache. Mach ich. Und was willst du machen, Nigger? Das. Boah, ist das brutal, oder? Einkommensplus 30.000. Okay, wir haben jetzt 30.000 plus gemacht, ja. Geschäfte im aktuellen Bezirk 0. Okay, mal gucken, wie das hier funktioniert. 2 Screen zu Mensch werden hinzugefügt. Wurfgeschosse zum Ablenken und sorgt bei Abergläuschen für volle Unterhosen. Das Einkommen. Wirts Nachtclub, Geschäftszuweisung. Okay, wenn wir jetzt ändern drücken, weisen wir das Cassandra zu. Diese Redneck-Penner sind raus aus Perlas Laden. Sag deinen Leuten, sie sollen ihn sichern. Gut. Ich schicke ein paar Leute rüber zu dem Laden.
Kirche verjagst, dann muss Ritchie reagieren. Okay. Die kommen an und fahren sich selber um einen Haufen. Wie geil. So, das ist jetzt unser Gebiet, unser Laden. 1966, nach dem College, fing ich beim FBI an. Chicago war meine erste Station, aber 68 ging es dann Richtung Süden. Ich war dort bis 1986, da wurde ich befördert. Ich wurde stellvertretender Leiter der Abteilung für organisiertes Verbrechen und blieb beim FBI bis 99. Es gibt so viele Geschichten über Cassandra. Wurde als Kind gekidnappt, getötet und von einem Voodoo-Priester wiedererweckt. Oder hier, ihre Schwester wurde vergewaltigt und getötet. Sie erschoss ihren Vater und warf seine Leiche ins Moor. Man weiß nicht, was davon stimmt und was nicht. Bruder soll einen auf eine andere Bewusstseinsebene bringen, hat sie gesagt. Ich habe ihr gesagt, sie redet einen Haufen Scheiße und hat sie stehen lassen. Das Haus hat okay. Bestanden seit dem Wirbelsturm damals. Aber kaum Hoffnung, dass sich daran in nächster Zeit was ändert. Onkel Billy hat mir erzählt, dass er beim Saubermachen geholfen hat. Ist schon eine Ewigkeit her. Was? Screaming Semi. Benutze die Screaming Semi, um eine Gruppe Gegner zu ihrer Position zu locken. Die ersten paar gehen aufs Haus. Nachschub erhältst du sofort beim Waffenhändler. Screaming Semi werfen, um zu ziehen. Loslassen. Kannst du in der Mitte auswählen. Alles klar. Es wird nicht schön, rauszugehen, wie jetzt. Erinnert mich daran, warum ich die Stadt so sehr liebe. Ganz genau. Mein Peter, Entschuldigung. In früheren Jahren haben die Jungs und ich in der ganzen Stadt gespielt. So drei bis viermal die Woche. Haben nie viel Kohle gemacht. Das ist doch hier Reggie. Nochmal, die Muschis waren köstlich. Ach, wir können jetzt hier gleich hoch. Ah, okay. Ist auch gleich auf. Ah, kann man noch ein bisschen. Hier, ah, da liegt noch Geld. So. Manche machen das immer noch. Ich habe neulich telefoniert und da höre ich plötzlich dieses Klicken in der Leitung. Klick, 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 klick. Und ich sofort auf 180 von wegen. J. Edgar wird meiner Mama nicht ihr Rezept für Schweinebauch mit Kutteln abholen. Du merkst nicht schnell, dass du ihnen etwas Raum geben musst. Wenn du so lange weg warst wie ich, kannst du nicht so einfach zurückkommen und sie gleich. Jetzt haben wir hier einen Laden. Bis 50.000. Was? Derzeitiges Bucket in der Brieftasche. Lager ist im Pool. Ohne Knuddel. Das bist du dann eher dir selbst zuliebe als für sie. Unsere Karre hier. Ja. Muss man da selber hinfahren und das Geld dann abholen, oder? Machen wir halblang. So, wir sind auf der richtigen Strecke.
Nun gut. Oh. Jetzt haben wir nicht hingeguckt. Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Sorry, Leute. So, dann bringen wir das Geld noch schnell hin. Und im Safe rein 8000. Radio kann man leider nicht ausschalten. Und gut. Mehr auf Pen. So. Aber wie läuft das jetzt ab? Wie kriege ich jetzt Verdienst 30.000? Na, haben die jetzt 30.000 da drinne? Verdienst 30 bis. Also ist 30 von 50.000 oder 30 bis. Dixie Mafia nach Semis Tod hat Georgie Macano das Solo der Dixie Mafia überlassen. Seitdem schmuggeln die Rednecks Drogen in Solo rein und schwarze Busse heraus. Oh. Okay. Mal. Mit einem Teil des Geldes, das er von Cassandra bekommen hat, Waffenhändler eine Spin-Semi-Voodoo-Puppe hergestellt. Sie macht Geräusche. Ja. Nun gut. Okay. So. Ja, ein bisschen lauter hören, ja. Ah, ein bisschen runterdrehen. Hey, ich hab Vorfahrt, Kollege. Die war dunkelgrün. Handbremse anziehen und los geht's. Das ist so eine Ironie. Ja, als Schwarzer mit einem Auto mit Südstaatenflagge rumzufahren. Hey, das ist ja eine Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen. Ja. Das Heroin, das von der Dixie-Mafia stammt, wird von da drüben ausgeliefert, von einem Charlie Kincaid. Aha, und alle anderen Dealer der Gegend drücken an ihn ab. Charlie hält sich so weit wie möglich raus aus allem. Du wirst ihm Druck machen müssen.
Ich kenne ein paar von seinen Jungs. Wenn du die zum Reden bringst, erfährst du, wie du an ihn rankommst. Soweit ich weiß, interessiert sich Charlie nur für die Moneten. Er ist nicht so ein Fanatiker wie die anderen Dixie-Mafia-Arschlöcher. Wenn ich ihm also ein bisschen Honig ums Maul schmiere, arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für Doucet. Wenn ich an ihn rankomme. Gut möglich, dass ich was hab, das dir dabei hilft. Komm, ich zeig dir was. New Bordeaux läuft über ein normales Telefonnetz. Das sollte ein Kinderspiel sein, da ein Abhörsystem zu installieren. Wenn du dieses Kästchen an einem öffentlichen Telefon anbringst, kann ich mir einen Überblick verschaffen, was für Geschäfte in der Gegend so laufen. Mhm. Hast du noch mehr davon? Leider nein. Dinger sind ja allerstrengstens verboten. Aber wenn du mir ein paar aufbleibst, kann ich dir die ganze Stadt abhören. Okay. Scheiße, Verfluchte! Wenn diese Arschgeigen unbedingt unter Kommunistenschwein leben wollen, warum ziehen sie da nicht einfach nach Moskau? Wenn du mehr so Plakate siehst, bring sie mir. Scheiß drauf, nimm das nicht so ernst. Das sind totale Wichser, beschissene Verräter. Wir sehen uns, wenn wir uns Charlie schnappen. Nicht so fassen. Hammer. Okay. So, um Geschäfte zu verwandeln, brich Verteilerkästen auf, wo überall in der Stadt findest. Okay. Geschäfte zu verwandeln hilft Donovan, Sonderziele zu finden, Positionen von Sammelobjekten auf der Karte zu markieren und die unbekannte Gegner in der Informationsansicht anzuzeigen. Außerdem kannst du dadurch Geschäftsbosse werben. Ah! So, durch Abhören erhältst du Positionen der Gegner auf der Minikarte, Sonderziele und Sammelobjekte. Es ermöglicht dir zu sammeln, Geschäftsbosse anzuwerben und dadurch mehr zu verdienen. Sobald ein Stadtteil verwandt ist, kannst du dort alle Gegner in der Informationsansicht sehen, auch hinter Ecken, Mauern oder Mauern. Um die derzeit verwandten Geschäfte zu betrachten, erst Tabulator drücken, um die Karte zu öffnen und dann Abhörzonen ausklicken. Okay. Um Abhörgeräte in Verteilerkästen einzubauen, brauchst du TL-49-Sicherungen. Sammle solche Sicherungen im ganzen Nobodo herumliegen. Ah! Ich bin gerade begeistert davon. Der Trigger war ein Sternhagel voll. Jetzt muss er Georgie erklären, wie sein Mann... Oh, cool. Was ist jetzt? Was haben wir hier? Verteilerkasten der Alpha von Abhörgeräten markiert gegnerische Positionen, Sonderziele. Zeit, Sammelobjekte ermöglicht dir und was. Okay. Das Graue sind dann von. Ziert denn, eine. Okay, also das haben wir jetzt gesichert, das hören wir ab. Dann haben wir hier ein Gebiet. Ah, und das sind die Verteilerkästen. Ah, ich verstehe. Dann haben wir hier das Gebiet noch. Und das Gebiet. Das ist ja cool. Na, dann werden wir uns doch mal die Sicherung holen. Sportmagazin. Playboy-Magazin. Vargas-Gemälde. Ah. So, was haben wir hier? Heroin. Strecke erledigen, um den Schwierigkeitsgrad des Verstecks zu sehen. Verstecke erledigen. So eine Scheiße. Ja, sollen wir jetzt das Geschäft hier übernehmen oder nicht?
Dann kannst du dich umsehen, Gegner vorbeischleichen, bevor du den Kampf abstürzt. Benutze Informationsansicht mit Farbe und gib mir eine Chance, schnell im Auge zu stürzen. Boah, ist das eine Sau. Was denkt ihr, was das war? Komm mal rein. Schön, dich zu sehen. Wo geht's? Ach, hier. Ich mein's ernst, Mann. Du weißt doch von Bobbys Fluch, von dieser Hexe. Der Junge war doch schwachsinnig. Und du genauso, wenn du an diesen Voodoo-Quatsch glaubst. Er soll ihn danach einfach nicht mehr hochgekriegt haben. Dann der Autounfall, konnte nicht mehr schlafen, kriegt Haarausfall. Das war doch alles nur in seinem Kopf. Ah ja? Und warum hat er sich erschossen? Hör zu, die arme Sau ist eingezogen worden. Bobby wollte in keinen Krieg ziehen. Und lass diese gottverdammten Heiden und ihren Teufelsanbetungsquatsch nicht in dein Hirn. Ich mache hier drüben weiter. So, wir haben einen Waffenschrank. Guck mal, hier drinnen. Ja, aber erleben wir sie zwei Vollstrecker. Wo sind die Vollstrecker? Ich hab fast noch das Gemälde vergessen. 4 von 4! Wunderbar! Dumm. Und dann sind die in dem anderen Haus da drüben drin, oder? Vollstrecker. Wer sind hier die Vollstrecker? Hat wieder einen Braten in der Ruhe. Die geistig Armen. Aber Gott ist nicht hier.
hinten rum. Leiter. Irgendwie rein. Scheiße, jetzt gibt's Ärger. Du bist hier irgendwo. Ich weiß es. Da sucht nicht mehr nach mir. Ich habe hier absolut keine Ahnung. Okay. Mal schauen, ob wir es in der nächsten Folge hinbekommen. So, macht's erstmal gut. Ciao, ciao.